Ina können wir dran. So. So. So, ist er jetzt tot oder was? Nein, war er nicht. Moin, meine lieben Reisebegleiter und herzlich willkommen hier bei unserer Reise in der Schlangenregion in Survival Fountain of Youth. Ja, wie ihr seht, ich habe hier mal ein Dock gebaut, weil wir ja doch wieder auf die Puma-Region müssen. Oder in die Puma-Region, bevor wir hier weitermachen können. Hier wollen wir uns ja später noch eben den Boss hier schnappen. Da, den da. Das kommt noch, aber nicht jetzt. Erst holen wir uns den anderen Boss. Also jetzt müssen wir uns erstmal aufbauen und ich wollte mit euch da vorne rausfahren zum Schiffchen. Dieses gesunkene Schiff. Den Rochen machen wir heute noch. Das werden wir uns nochmal angucken. Und ja, und danach geht's in die Puma-Region, ne? Ich muss hier auch nochmal hin, weil hier ja auch noch dann Silber rumliegt, da ich mir nur einsacken muss, ne? Genau hier. Das muss ich mir ja noch mitnehmen alles. Ja, und das ganze Kupfer habe ich mir alles schon gekrallt hier. Also 18 Kupferdinger. Ich habe auch noch ein paar da drin. Aber jetzt gehen wir erstmal an das gesunkene Schiff. Und da hole ich euch dann gleich dazu. So, da hinten, da ist das Ding noch. Und wo ist der Rochen? Da. So, ihr Lieben, jetzt gucken wir mal, ob wir den jetzt so ein bisschen besser im Griff kriegen. Ne? Muss halt aufpassen. Der lädt sich ja irgendwann mal auf, jetzt. So, wenn der sich aufgeladen hat. Nee. So, ich muss jetzt erstmal hochtauchen. So, wo? Da. So, jetzt müssen wir gucken. Wie nah können wir dran? So. So. So, ist er jetzt tot oder was? Nein, war er nicht. Okay. Ah, jetzt ist er tot. Jawohl. Sehr schön. Wir haben hier Ray-Ban freigeschaltet. So, kann ich den jetzt irgendwie ausnehmen hier? Ja. Schneidwerkzeug. Ich habe kein Messer mitgenommen. Frische Rochenhaut. Verdammt. So. Ja, ich muss mal eben was anders machen. So, ich muss ans Boot, ne, wegen der Ausdauer auch. Da. Mein Gott, das wird knapp. Das wird knapp hier. Aber yay, wir haben den Rochen gekillt, ne? Sehr geil. Ich habe ja irgendwie ein Messer hier drin. Ja, ich hatte mir alles Mögliche abgelegt, was ich jetzt nicht brauche, in eine Kiste gepackt, weil ich wollte es halt auch nicht verlieren, ne, da vorne. Habe ich hier irgendwie ein Messer? Kann mir schnell eins bauen. Was brauche ich denn für irgendwie ein Steinmesser? Dann reicht mir doch schon. Ach ja, Stein. Einer reicht doch, ne? Habe ich sogar. Herstellung. Werkzeug. So. Ja, das war doch jetzt mal geil.
So. Was? Ja, schön. Wie soll ich den denn auf den Boden? Auf die Schulter nehmen. F. Ah, das geht. Krass. Ich kann mit dem Teil schwimmen. Ah, das ist nicht schlecht, ne? Jetzt habe ich frische Rochenhaut. So, was bringt die mir? Haben wir neue Sachen hier, ne? Getrocknete, verarbeitete Rochenhaut aus der ausgezeichneten Gerberbank. Ja, guck mal, haben wir schon wieder was zu erforschen, ne? Gut. Ja, jetzt muss ich mal eben gucken an dem Wrack hier unten. Wo ist das denn? Hier direkt unter mir. So, was gibt's denn? Hier gab es irgendwo eine Truhe, haben sie gesagt, ne? Also hier ist schon mal nix. Hier ist schon mal nix. Da ist was. Hä? Eisenerz, toll. Super. Super, super, Bursche. Luft. So, ein bisschen Eisen haben wir. Toll. Eisen. Super. Hier gibt es noch nichts mehr, oder was? Ne. Und hier ganz unten gibt es hier irgendwas. Irgendwie gibt es hier nichts, ne? Ne. Ha, das war es jetzt. Das war es jetzt. Das wird bewacht von so einem blöden Fisch. Warte, hier waren wir ja drin. Hier war die Truhe mit den zwei Eisenerzen. Jetzt ernsthaft. Dafür habe ich mich jetzt hier abgemüht. Für zwei bescheuerte Eisenerz. Ich meine, bescheuert ist es nicht, aber das hätte ja ruhig mal ein bisschen mehr sein können, ne? Ja. Ernsthaft. So, jetzt ist hier die Kiste auch leer. Ja, okay. Wie lange braucht er zum Wiederbeleben? 15 Tage. Ja, sowas aber auch. So ein Murks. Na, dann lohnt sich's ja bald gar nicht. Dann würde ich jetzt wirklich hingehen und hole euch gleich dabei, wenn wir am Schiff sind, ne? So, dann sind wir fast da. Ich schätze, hier wird es bestimmt irgendwie so ein Hai geben oder so. Jetzt wird das dunkel oder was? Das kann ich jetzt nicht. Nee, das ist nur wieder wetterbedingt hier, ne? Das nervt auch, wie dunkel das immer wird, wenn das Wetter so ein bisschen bewölkt ist hier auf der in der Schlangenregion, ne? So, wollen wir mal gucken, was wir hier so finden. Erstmal muss ich gucken, hier sind wieder Quallen. Da ist der Hammerhai. Zwei! Ach du Scheiße. Jetzt gibt es doch noch ein Gewitter. Zwei Haie, wie scheiße ist das denn bitte? So, Hai Nummer 1 ist gewesen, ne? Und Hai Nummer 2 kümmere ich mich auch sofort drum, aber vorher. Oh, nee, 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 nee. Ach, du Scheiße. Nein, das war jetzt doof. Ich hätte die Luft gerne vorher vollgetankt. Also so sieht man hier auf jeden Fall besser unter Wasser. Aua! Das ist der Drecksau. Ey, was soll denn das? Nee, lass mich in Ruhe. Drecksviech, wieso kann ich das denn nicht abwehren? Oh. Also den letzten konnte ich abwehren, ne? Oh, oh, oh. Jetzt habe ich zwei so fette Wunden.
Oh ja. Ach, der hat ja nichts, ne? So, jetzt muss ich mal gucken. Ich dachte, man kann den jetzt abwehren, den blöden Hai. Jetzt habe ich aber auch wieder nichts dabei, ne? Ich hatte doch so ein Gummiding hier gefunden. Wo habe ich das denn abgelegt? Ah, das liegt auch in der Kiste, ne? Ja, super. Da liegt's schlecht. Habe ich nicht noch irgendwie so ein Allheilmittel hier? Ja. Komm, dann nimm den. Ist doch okay. Lass mal eben schlafen. Ja, Hunger ist nicht schlimm. So, dann haben wir auch wieder Tag hier. Wie ist die Uhrzeit? Ja, fast Nacht. So. So, jetzt geht er ins Wasser, Junge. Wo ist der Blödmann? Da. Wo ist der Drecksviech? Aua! Komm her jetzt hier. Oh, der ist gar nicht gut drauf. Der ist gar nicht gut drauf. Heieiei. Heieiei. Oh Mann. Oh, wenn der hier hochkommt, kann ich den dann abschießen? Mit dem Bogen? Alter Schwede, komm nur mal ran hier. Auf den Meter. Wenn ich jetzt was mache, bin ich dran, ne? Dann bin ich kaputski. Ah, ich krieg noch ein Wasser des Lebens dazu. Ja, Junge, 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 komm her jetzt hier. Du musst doch auch mal langsam sterben. Alter! Piesel dich, du blödes Viech. Der schubst immer so fett, ey. So, du kaputte Sau. Du blöde Sau. Huiuiuiuiuiuiuiui. Hat er irgendwas Besonderes hier drinne? Nee. Ah, Mist, hat er. Kann ich nicht unter Wasser, ne? Weißt, wo ist er denn? Da, ich muss ihn wieder nach oben hin treiben lassen, ne? Ja, komm an die Oberfläche. Komm noch ein Stück. Der erste war super easy, ne? Komm jetzt. Na, komm. Na, komm hoch. Sehr schön. Ja, genau. Jetzt kriegen wir alles hier. Ne? Windkälte. Dankeschön. Jetzt können wir erstmal ein bisschen schlafen. Ne? Ja. Ja, Hunger ist nicht so cool, aber egal, jetzt gehen wir gucken. Jetzt hat sich das hoffentlich gelohnt hier. Ich hoffe, das hat sich gelohnt. Hier ist noch ein Klumpen Kupfer. Alleine dafür hat sich's schon gelohnt, ne? So, du. Na, Tentakeln. So, da gucken wir gleich. Hier was? Nö, nö, nö. Was gibt's denn jetzt hier? Eine
jetzt hätte ich mir hier jetzt aber echt was Besonderes erhofft, oder? Ihr doch auch, oder? Hier ist irgendwie ein Tisch. Es liegen hier Holzspäne, was? Oh. Schaden genommen, ja. Aber was soll hier denn jetzt sein? Hier ist eine Bank und das war's, ne? Hier ist nichts Besonderes. Hier liegt noch so ein Minibox-Werkzeugsatz. Da ist er. Einen haben wir gefunden, ne? Boah, schön feinste Gewitter hier, du. Seil. Na, tolle Wurst. Das ist ja mega ätzender Loot hier. Sorry, muss ich so sagen. Da ist ein bisschen enttäuschend, ne? Aber gut, jetzt weiß ich wenigstens mal, dass die Tentakel von den Viechern doch wehtun können. Oha. Ich muss jetzt erstmal zu meinem Boot. Weil Ausdauer tanken. So. Ja, Ausdauer wichtig. So schnell müssen wir hier ja nicht wieder hin, ne? Nope. Zum Glück nicht. Auf der Santa Maria war es irgendwie cooler. Da gab es auch mehr zu finden. Hier gibt es ja gefühlt mal gar nichts. Der eine Kupferklumpen, naja, okay. Ist in Ordnung, aber ich hätte mir mehr erwartet, ne? Tatsächlich, ja. So. Von so einem gesunkenen Schiff, da geht man doch von einem riesen Schatz aus. Oder wie seht ihr das? Seht ihr das anders? Eigentlich erwartet man hier doch richtig geilen Loot, oder? Aber hier ist überhaupt nichts an Loot. Also nichts Gescheites nicht. Das ist ja wirklich schade. Und das wird jetzt von zwei Hammerhaien bewacht. Guck mal, da unten, da ist doch was. So, haben wir hier noch irgendwas, was ich übersehe? Nee. Aber da hinten ist auf jeden Fall noch irgendwo was. Kann ja nicht sein, dass ich hier jetzt gar nichts finde, oder? Ah, wahrscheinlich muss ich hier nochmal runter, ne? Da war ich doch drin, oder? Nee. Ah. So, hier. Hier ist noch so ein Werkzeugsatz. Ja, okay. Ja, mei. Ein paar Holzspäne. Na, das lass mal liegen. Da auch nur Zunder, der dann auch noch nass ist. Super. Einen kalten Baumstamm, ja, den kann ich mir jederzeit selber machen. Da muss ich hier nicht für abtauchen, ne? Nee. Aber das war's jetzt tatsächlich. Ach, du ahnst es nicht, ey. Du ahnst es nicht. Das war's. Hm. Ja, eigentlich schade, ne? Hätte ich mir jetzt mehr von erwartet. Jetzt würde ich mir mal was zu essen besorgen. Nochmal eben.
Da hinten an der Insel, an der Schilberinsel und dann fahren wir mal rüber in die Puma-Region. Also, so. Ach, hier ist auch noch alles voll. Ach, Herr Jemini. Ah, Eschi. Hat er wieder nicht ausgeräumt hier, ne? Oh. Ja, ist ja gut. So, ich habe noch mal eine Kiste gebaut, von daher nicht so wild gerade. Hatte ich nicht mehr davon jetzt rausgenommen? Na, anscheinend nicht. Ich muss sowieso noch mal wieder neu sortieren hier. Ja, das nützt ja alle nix. So. So, dann ist erstmal gut soweit. Wenn, dann will ich ja alles raus haben hier. Mörser, wieso ist hier ein Mörser drin? So, das ist jetzt erstmal so eine kleine Ramschkiste, die ich wieder verramsche. So, ach man, mach das doch mal so. Ich lerne es auch nicht mehr, ne? Immer diese bequemen Wege gehen. So geht's doch viel schneller. Gerade bei so Mengen hier, das ist so okay. So, jetzt versuchen wir es nochmal. Ich habe mir jetzt erstmal überlegt, dass ich mir hier vorne ein Dock aufbaue, weil ich habe die Schnauze voll. Das nervt ein bisschen, dass man immer, wenn ich hier auf der Insel landen will, lande ich immer hier oben bei der Schnellreise, ne? Und dann muss ich immer noch das ganze Stück hier rüber paddeln, bis ich hier bin, wo ich hin will. Und das nervt halt einfach. Deswegen baue ich jetzt hier das Dock. Das hatte ich ja schon lange mal vor. Ich hoffe, ich komme hier jetzt auch raus. Natürlich nicht. Oh, ist das geil. Ach, herrje. So, dann baue ich nämlich hier jetzt das Dock hin, wenn das geht soweit. Wahrscheinlich muss ich einen Hammer in der Hand nehmen. Aber wir gucken mal. Hier. Das Verbesserte natürlich. Aber. Oh. Ja, okay, so. Gucken wir mal, ob das klappt, ne? Muss ich den Hammer noch eben in die Hand nehmen? So, jetzt haben wir hier nämlich das Dock und dann kommen wir auch hier mal besser drauf. Sehr geil. Ich baue sowieso noch einen Weg. Habe ich sowieso noch vor, einen Weg nach hinten hin zu bauen. Mit Fundamenten, aber dafür muss ich erstmal ein bisschen Zeit haben und ganz viel Baumstämme sammeln. So, dann haben wir nämlich hier schön. Und dann können wir hier schön langsam hier ranfahren. Dann den Karren hier abstellen. Und dann können wir mal gucken hier. Und dann bringen wir das mal da hinten hin. Schmelzen schon mal wieder zwei Kupfer ein. Das würde ich schon mal tun wollen, ne? Noch eine Kohle, nicht ein Buch, eine Kohle. hier. Rein damit. Zack, zack. Zack, zack. Feuer brennt. Noch nicht. So, dann machen wir hier unseren Barren fertig. Dann habe ich ja diesen Zander-Dings da.
Da wollte ich noch mal eben einen fällig machen. Hier drinnen muss man den, glaube ich, bearbeiten. Bearbeitete Zanderhaut, genau. Dann kriegen wir nämlich noch ein neues Rochenleder. Das können wir noch machen. Und jetzt kann ich sagen, wahrscheinlich getrocknete Rochenhaut. Jupp, dann haben wir ja das Rochenzeugs noch auf Hand. So. Hier ist eh gerade nichts drin. Und dann nehmen wir die mal, ne? 18 Stunden. Sehr schön, sehr schön. So, dann hier noch, dass wir das nicht vergessen. So, ich räume mal das Gröbste hier ein. Ja, Kiste ist schon fast wieder voll. Super. Ja, noch so eine baue ich jetzt aber nicht. Die Baumstämme hebe ich mir lieber für andere Dinge auf. Ja, dann haben wir die Kiste auch schon wieder voll. Na super. Hier geht Onyx mehr rein. Hier ist auch voll. Na super hier, ne? Hier geht noch ein bisschen was rein. Na, auch schon voll. Super gut. Super gut. Das ist alles klasse, ne? Und dann heißt, ich brauche noch eine Kiste. Da baue ich jetzt aber diese normale Kiste hier. Die geht zwar nur 80 Kilo rein. So, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja. So, ja, ich würde gerne die Kisten irgendwie stapeln, ey, aber das geht leider nicht. Habe ich schon probiert. Aber du kannst hier nichts Kiste auf Kiste stellen. Was ein bisschen schade ist, ne? So, da kann er die beiden noch reinräumen und dann ist auch schon wieder voll. Hier ist jetzt erstmal leer. So, und jetzt will ich den hier mal gerade hier so platzieren, ne? Jawohl. So, Essen könnte ich mir mal gerade machen. So, dann kann ich was trinken. So, dann esse direkt noch ein Steak und dann geht es uns auch wieder gut soweit. Trink noch mal, trink ruhig voll hier. Ist nicht schlimm, hier füllt sich gerade noch wieder. So. So. Dann würde ich nochmal da runterlatschen. Ja, und dann bereiten wir uns jetzt vor, dass wir zu dem Schakal kommen. Mit diesem Alpha-Shackle. So, hier haben wir noch die zwei. Da drüber. Ne, das bleibt mal hier. Hier habe ich noch ein bisschen Flachs. Hier habe ich noch was. Ja, den Speer lasse auch mal hier drin. Die Säge zum Notfall auch. Das kann raus, das kann raus. Die bleiben drin. Die paar Dinger bleiben drin, ne? So. Den Sturmbrecher würde ich mir bauen wollen. Ne, wer weiß, wir werden den bestimmt brauchen, wenn die letzte Region dann irgendwann fertig ist. Ja. Schätze ich mal. So, ein bisschen Ordnung kann man ja noch halten hier. Die kann hier rüber, das Buch.
Und die noch, ne? Wir haben ja noch ein bisschen frische Haut, die muss ich noch mal verarbeiten. So, machen wir uns hier ein bisschen gemütlich. Wunderbar. Und jetzt können wir aber draußen noch mal eben gucken. Guck mal hier, du. Ich habe da noch was auf Tasche. Ne, ich wollte noch mal hier Vanille machen, ne? Hol mal Vanillesamen. Paprika. Hä? Ist ja jetzt der Vanillesamen hingekommen? Hä? Hier mit rein? Nein, muss doch hier sein. Habe ich doch gerade hier reingepackt. Wo ich denn die ganzen Samen jetzt? Ach, die sind noch in der Karre, oder? Hier sind sie. Guck mal hier, Kürbiskerne. Ja, komm, mach Kürbis. Mach Kürbis, nicht Vanille. Kürbis. Kürbis ist cool, ne? Wir müssen hier sowieso noch mal gucken. 6 Tage. Hier ist Dünger. So, hier. Das Schöne ist, es wächst nach einer Zeit alles einfach nach, ne? Was äußerst cooles. Mein Gott, was habe ich alles an Zeugs auf Tasche? Ja, das ist auf jeden Fall geil. Für solche Sachen jetzt hier einfach mal abernten können, ne? Tabak wäre jetzt noch schlecht, nicht schlecht. Mais, ich weiß gar nicht, wann ich mit Mais anfangen soll. Ja, außer normal essen halt, ne? So, genau, das habe ich nämlich hier gebunkert. Ich habe Salpeter jetzt hier. Jetzt wollte ich aber mal gucken, was brauchen wir denn jetzt so? Was können wir denn alles noch herstellen? Schönes. Eine Teju-Haut habe ich zum Beispiel noch nicht gemacht. Das müssten wir auch noch mal machen mit Teju-Leder. Da kann ich auch noch irgendwelche. Ich wollte den Webstuhl noch aufbauen. Wo finden wir den denn noch? Hier ist sogar ein verbesserter Karren, ne? Mit 4 Holzbrettern und 2 Kupferbarren. Kann bis zu 160 Gewichtseinheiten. Oh, ausgezeichnete Werkbank. Okay. Die können wir auch noch bauen. Hier, primitiver Webstuhl. Da gibt es auch noch nichts Erweitertes, ne? Was haben wir hier? Ausgezeichnete Schmiede und für die fehlt uns noch immer die Tonform für Pistolen. Die würde ich auch noch mal machen. Wo war die denn? Die hatte ich doch auch schon da. Hier von den Teilen. Ja, guck mal. Die kriegen wir doch hin. Hier ist Leder. Ton. Hier, zack, zack. Und dann 4 von den Teilen haben wir jetzt. Was habe ich gesagt? Tonform für Pistolen. Wo hatten wir die? Da. Im Brennofen muss ich die machen. Okay. Ja, in dem kann ich aber mit Holz arbeiten, ne? Meine ich. Nee. Hier brauche ich echt Kohle? Nein. Wollte das sagen? Da brauche ich doch keine Kohle für. So, anzünden. Und das Dingen. 39 Minuten. Und Feuer ist drinne für. War knapp 3 Stunden. Ja, geil. Hier ist fertig. Plätze. Nehmen. Nehmen. Jetzt wollte ich die Hose hier erweitern, ne? Kupferplatten. Da brauche ich aber 3. Okay. Ja,
So, dann nehmen wir zwei hiervon nochmal damit rein. Ach so, Kohle, ja. Sorry, die Kohle. Ich muss auch wieder neue Kohle machen. Ach so, ja, zwei für einen, ne? Stimmt ja. Hier, hallo, Mist. So, da bin ich einfach zu viel auf die Leertaste gekommen. Ja, aber sieht doch jetzt schon klasse aus, soweit. Ja, würde ich sagen, haben wir hier heute eine etwas gemütlichere Runde. Ja. Jetzt muss ich nur noch irgendwie gucken, wie man Baumstämme mit dem Schiff transportieren könnte. Das wäre noch richtig geil. Aber ich räume hier noch ein bisschen auf. Dann würde ich sagen, bauen wir in der nächsten Folge mal den Weg hier runter auf. Ich sammle bis dahin Baumstämme, wie gesagt. Und dann würde ich sagen, können wir das hier abschließen. Und dann bereiten wir alles Mögliche vor. Ich hole dann Silber, Eisen ran. Und dann würde ich sagen, will ich mir die Waffen alle hier aus Eisen bauen. Einen Eisenspeer, den Säbel haben wir ja schon. Aber auf jeden Fall einen Eisenspeer. Und hier lebende Pfeile habe ich schon. Aber Eisenpfeile würde ich mir noch gerne bauen wollen. Ne? Und dann können wir die Pistole bauen. Ein Werkzeugsatz. Und was brauchen wir hier? Pistolenbasis zum Gegenstand. Da. Zwei Eisenbarren. Das ist ja easy. Pistolenbasis. Die könnte ich schon mal bauen, ne? Habe ich nicht noch zwei Eisenbarren hier unten gehabt? Boah, nice. Aber wo? Warte, Moment, Moment, Moment. Wo? In der ausgezeichneten Schmiede, die habe ich, glaube ich, noch nicht, oder? Verbesserte Schmiede habe ich. Ich brauche die ausgezeichnete Schmiede. Und die gab's womit? Verbesserung. Eieiei, ein Eisenbarren, ein davon. Das ist Leder. Die Tonform für Pistolen sind wir gerade am machen. Tonform für Armbrüste haben wir, für Säbel, ach du Scheiße, aber das muss er alles noch haben, ne? Geteilter Baumstamm. Dann brauche ich das hier noch, die ist gerade in Arbeit, ne? Also, die dürfte noch fertig sein. Didim. So, Verbesserung. Ich brauche zwei Leder und eine Eisenbaumast. Ja, das haben wir dann zur nächsten Folge auch fertig. Dann kümmere ich mich um getrocknete Haut und Leder. Auch noch. Bauen wir den Steg. Machen die. Bauen uns vielleicht die Pistole. Mal gucken. Für den Endgegner da. Alles aus Eisen an Werkzeug. Ja, dann würde ich sagen, hoffe ich noch, dass euch die Runde heute hier wieder gefallen hat. Wenn ja, zeigt es mir gerne mit einem Daumen nach oben. Und wenn euch interessiert, wie die Reise auf meinem Kanal so weitergeht, abonniert ihn euch. Lasst mir gerne auch eure Kommentare da, würde ich mich sehr darüber freuen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, wünsche euch einen schönen Abend. Bis dahin, ciao.